justice is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Also hier erstmal den Verstärker entladen zum Bleistift, den ganzen Stromscheiß entladen und dann halt hier so ein Handschmeichler. Noch so ein Handschmeichler, den ich da im Sicherungskasten hatte. Jetzt habe ich da vorhin schon ein bisschen Wasser reingekippt, frisches, und das noch mal ein bisschen umgestellt. Deswegen haben wir jetzt hier schon ein Loch. Jetzt kann man da noch zusätzlich in die Mitte. Ups, da fällt der Stein. In die Mitte halt, und wo es halt passt, zwischen die Handschmeichler so reinlegen oder klemmen. Einfach nur reinschmeißen geht auch, aber es ist schwerer zu finden, dann wieder rausholen. Und dann ja, setze ich halt dann noch hier so eine Spitze drauf. Ich würde auch mehrere nehmen, ich habe nur gerade, glaube ich, keine, oder vielleicht habe ich doch noch welche. Ja, auf jeden Fall sieht man halt schon schön, wie der Himmel aufklart. Er schon wieder. Wir will wohl nicht da stehen. Und noch so ein bisschen was hier rein. Machen wir auch nicht. Kann ja nicht schaden. Ups. Kippt natürlich alles wieder um. Ja. Das ist nicht ideal, sicherlich nicht, aber. Man kann damit leben, dass es funktioniert. So, also jetzt ich habe erst einen von diesen Kanistern hier, so 30 Liter oder was, heißes Wasser reingetan, als noch die Wolkendecke zu war. Und die Wolkendecke halt aufgebrochen ist. Einfach nochmal kaltes Wasser. So, dann bleibt das Wasser auch schön in Bewegung. Und das Salz, was am Boden ist, wird nochmal ein bisschen aufgewirbelt. Das heißt, ist auch nicht nur am Boden. So kleine Gesteinsbröckchen und so, die da in Bewegung sind. Und das alles irgendwie hat dann irgendeinen Effekt, den ich nicht so genau wissenschaftlich erklären kann. Okay. Können wir uns ja mal darauf einigen. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, jetzt schon auch in weiterer Entfernung
Wolken weg. Weiter weg sieht man natürlich noch ein paar. Da hängen. So, aber es hat sich normalisiert. Es geht jetzt auch am zweiten Tag dann schon wieder ein bisschen schneller noch. Und deswegen lohnt sich das auch, weil je mehr sich das halt etabliert, also je eher man halt über einen längeren Zeitraum auch diesen positiven Energiefluss aufrecht erhält und den auch immer wieder ans Laufen bringt, indem man halt ein bisschen was verändert, ein bisschen was dreht, mal die Erdung kurz abmacht und wieder dran macht, ne? Und ein bisschen Wasser nachfüllt, das in Bewegung hält, ein bisschen Salz nachgibt, kann man halt doch relativ gut da das ja, am Laufen halten. Und das funktioniert. Also hier nochmal Resümee. So sieht das dann an einem Tag aus mit weniger sonnigen Wetterbedingungen. An Sonnentagen klart der Himmel ganz auf, so wie hier. Und man hat es, also so wie gestern hat man das gesehen, wo dann halt wirklich die Sonne komplett rauskommt und eine kurze Zeit lang der Himmel auch ganz blau ist bis zum Horizont oder fast bis zum Horizont. Und jetzt haben wir aber natürlich heute einen Tag, wo schon eher wolkige oder leicht bewölkte Bedingungen normalerweise gewesen wären. Durch die Chemtrails war natürlich die Wolkendecke komplett verschlossen und hat sich jetzt aber wieder geöffnet. Die Wirkung sieht man auch bis in den Horizont. Das liegt nicht daran, dass etwa jetzt dieses eine Teil, was ich gebaut habe, diese Kraft hat, das alles zu machen, sondern wenn an einer Stelle das deutlich durchbrochen wird, das Muster, dann kann es sein, dass halt wie so eine Kaskade eben sich die Wirkung bis auf die weite Fläche hinaus fortsetzt. Außerdem ist es ja auch so, dass es mehr Menschen gibt, die mittlerweile Orgonite verteilt haben, Cloudbuster. Die Bäume helfen bei dieser Wirkung ja auch mit. Alles nämlich mit der Erde zu tun hat, mit der Verbindung zur Erde. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn wir diesen Planeten nicht töten wollen, dann müssen wir natürlich auch regelmäßig diese Verbindung aufbauen und müssen uns vor den Menschen hüten, die diesen Planeten tatsächlich töten wollen. Denn da gibt es wohl auch scheinbar welche. Okay. Noch mal ganz interessant zu erwähnen, gestern, als ich das Experiment das erste Mal gemacht habe, mich davon morgens direkt richtig drum zu kümmern, dass der Cloudbuster läuft und dass da viel Wasser im Fluss ist und viel ja, vieles eben passiert, ne? Und also dass halt viel Energie im Fluss ist, viel Wasser im Fluss ist, sodass das Teil eben richtig wirkt. Da hat mein Mitbewohner morgens aufs Wetter geguckt und hatte noch die eine Seite offen. Und da
waren bei der Wettervorhersage morgens noch, als es noch ziemlich bewölkt war, bevor die Wirkung richtig angefangen hat, war es halt noch drei Balken für Sonne vorhergesagt. Und dann haben die innerhalb von einer Stunde die Vorhersage geändert auf 5 Balken Sonne hier in der Region. Hier so 5-6 Kilometer entfernt oder 2-3 Kilometer entfernt, weiß nicht genau, steht halt so eine Wetterstation. Oder sogar vielleicht hier auf dem Berg, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das waren halt die Werte von dieser Wetterstation. Schon sehr interessant. Ich habe jetzt leider nicht den kompletten Beweis, aber ich poste euch mal das mit den geupdateten 5 Balken Sonne. Vorhersage war eigentlich eher eine geringe, mittelmäßige Sonnenwahrscheinlichkeit an dem Tag. Also es verändert sich schon, man merkt das auch, wenn man, sag ich mal, seine Umgebung, die Region halt kennt, das Wetter kennt, dann ist die Thermik einfach stärker. Also man merkt halt, wenn mehr passiert, wenn da mehr in Bewegung ist, mehr Wasser fließt in den Cloudbuster, dann ist auch automatisch in der Umgebung die Thermik stärker. Es gibt mehr Aufwinde und Abwinde. Und dadurch kann natürlich auch viel eher Wetter entstehen, ne? Weil nur graues Rumgehänge von Wolken ist ja kein Wetter. Es ist maximal Hochnebel, wenn man es so nennen will. Aber Wetter, insofern das halt richtig, dass es regnet, dass mal ein paar Wolken drüber ziehen und dann nochmal wieder blauer Himmel ist, die Sonne rauskommt und sowas, das hat man halt dann so meistens eher nicht. Ja. Und am dritten Tag nochmal ein kurzes Update. Heute Morgen war alles zu fast, aber es war schon ein paar Löcher. Jetzt sind wir ziemlich klar, bis auf so ein paar Reste, die da noch sind. Und ja, ich habe jetzt den Wasserschlauch direkt reingelegt. Dass man es halt einfach nur noch aufdrehen muss, dann kommt das direkt in so eine Drehbewegung. Und hier noch so ein paar Spiralen von so einer alten Matratze. Und ein Stück Amethyst. Ja, und halt. Am besten ist es natürlich, wenn man immer mal wieder Salz reintut oder irgend sowas Elektrolytisches. You are.